Brumm, brumm, brumm. Oh, sieht aber schön aus. Verdammt. Eine Straßensperre. Die schief. Die schief auf die Straße gestellt wurde. Da kommen wir ja nie durch. Hier kommen wir mit dem Auto nicht durch. Oh nein, diese massive Straßensperre. Da kommen wir mit dem Auto ja garantiert nie durch. Wir müssen wohl zu Fuß weiter. Hättest du den Typen nicht rausgeworfen, wissen wir jetzt wenigstens, ob wir hier richtig sind. Ja, genau genommen war das eine ziemlich blöde Idee. Denn genau genommen wissen wir ja noch immer nicht, wo der Park ist. Wir haben jetzt halt nur ein Auto, aber noch immer kein Ziel. Der Typ war aber eine Nervensäge. Ich hätte ihn keine 10 Sekunden mehr ausgehalten. Schon klar. Boah, gehen wir. So, dann untersuchen wir mal diese undurchdringbare Straßensperre. Und dieses Holzschild, das auf dem Gehweg steht. Das Schild ist unleserlich. Von hier aus auch. Alkohol! Ich bringe Leute um, aber ich kann nicht durch eine billig aufgebaute Straßensperre fahren. Muss da auf den Lack aufpassen, ist teuer. Das ist ein Wohnhaus. Ja, und es ist der schönste Wald, den ich je gesehen habe. Mensch! Ja. Oh, Tatsache zu Fuß. Ja, so weit möchte ich es aber noch nicht. Nein. Ich möchte noch mal an den unglaublich hässlichen Gebäuden vorbei. Hier lang geht's wohl in die Innenstadt. Das weiß ich, weil ich diesen Reiseführer habe. Und hast du von dort oben aus was gesehen? Nein, leider nichts. Nichts, was wie ein Park aussieht. Verdammt, wenn es doch nur hier irgendetwas gäbe, was wie ein Park aussieht. Ein schönes Spiel. Das muss der Green Plant... Verdammt, der GPE sein. Aber er hat geschlossen. Was für eine Scheiße. Was erwartest du? Es ist Sonntagnacht. Er kann nur geschlossen haben. Oha, ich habe seit mehreren Nächten nicht geschlafen. Das fällt mir jetzt ganz spontan ein. Hallo, Huhn. Halt die Klappe, da drin ist einer. Und Löwen und ein Tiger und... Die Tiere laufen frei herum. Und fressen sich nicht gegenseitig. Ja. Und Möwen gibt's ja auch. Aha. Ich kenne diesen Typen. Der ist von der roten Mafia. Wir müssen da rein, nur wie? Da am Tor hängt ein Bild. Klar. Bedeutet das, ich soll Kreis auf meinen Controller drücken? Was für ein Controller? Sieht aus wie ein Hinweis. Anscheinend sind die Parkwächter ziemlich vergesslich. Ja, ein Rätselpark. Gut für uns. Ach, die ganze Inszenierung. Herrlich. Wunderschön. Glaubwürdig. Wir sollten nicht tiefer in den Wald gehen, sonst verirren wir uns noch. Fragezeichen. Und Sarah verliefen sich im Wald. Das Lied klingt nicht wirklich gut. So, hier. Ich hab was gefunden. Da, im Dornenbusch. Sieht aus wie ein Schalter. Mal gucken, ob ich drankomme. Mensch, das war aber ein ziemlich kompliziertes Rätsel. Wie gut, dass ein Hinweis existierte. Ja, muss ich zustimmen. Also, ein ordinärer Einbrecher wäre niemals auf die Lösung dieses Rätsels gekommen. So, was haben wir denn hier? Okay, mit Zeitschalter. Wir haben Hühner. Schwarze Hühner. Wir haben freundliche Raubtiere. Und gelbe Schwäne. Okay. Da hat wohl jemand die Schmetterlingsgrafiken verwechselt. Schon wieder Toiletten. Ich muss nicht auf die Toilette. Ich muss nicht auf die Toilette und auf die hier schon gar nicht. Aber ich muss mal... Halt die Klappe und komm mit. Also erst noch rechts. Da am Gebüsch ist ein Geheimgang. So ist der Typ wahrscheinlich verschwunden. Wir haben den Park noch nicht einmal untersuchen können und schon müssen wir durch Geheimgänge. So ein ganz ordinärer Weg hätte es irgendwie auch getan. Ständig Geheimnisse zu finden, ist irgendwie unglaubwürdig. Wir kommen der Sache so langsam näher. Aber so wie es aussieht, braucht man einen speziellen Schlüssel, um ihn zu öffnen. Na klasse, wo sollen wir den herbekommen? Wir werden ihn wohl suchen müssen. Wir könnten ja die Leute befragen. Löwe!
Löwe! Also hier kommen wir nicht weiter. Ja, gut, klar. Ich muss mich auf die Toilette und garantiert befindet sich der Schlüssel nicht irgendwo dort versteckt. Idiot! Oh, voll schön der Brunnen, nicht wahr? Und wie schön die Zähne von dem Löwen glänzen. Sorry, aber für sowas haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Oder vielleicht doch? Nö. Dort liegt aber etwas auf der Bank oder auch nicht. Wir laufen viel zu schnell. Moment, seltsame Musterungen auf dem Boden. Zufall. Nein, halt, das ist keine Musterung, das ist eine Säule, die einfach nur, ja, schlecht integriert ist. Gut. Sehr gut. Bringt uns jetzt alles nichts. Gut. Ach ja, und? Random Flying Birds. Wollte ich mal erwähnt haben. Hallo Löwe, warum rennen hier überall... Entschuldigung. Warum rennen hier überall Raubtiere herum? Ah, wo kann nur der Schlüssel sein? Boah, der ist aber ganz schön groß. Hey, da liegt ein Schlüssel. Am besten nehmen wir den mal mit. Yay. Der war ja unglaublich gut versteckt. So ein Geheimschlüssel zu einer Geheimtür, der einfach mal so im Park herumliegt, irgendwo an einer beliebigen Stelle. Warum auch immer? So, jetzt mal sehen, ob der Schlüssel passt. Passt perfekt. Mensch, was für eine Überraschung. Gut, lass uns da runtersteigen. Auf geht's. Yay, auf ins Abenteuer. Ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt gelandet? Das ist ein riesiges Gewölbe und das mitten in einem Erlebnispark. Aber der Erlebnispark wurde doch stillgelegt. Eins ist sicher, der Park muss der Roten Mafia gehören. Sonst wären sie nicht in der Lage, hier unbemerkt ein solch riesiges Versteck zu errichten. Ja, das macht völlig Sinn. Ist doch egal, wir sind mitten in der Höhle des Löwen. Aber die Löwen sind doch oben. Ja, wir müssen aufpassen. Okay. Metal Gear. Rote Mafia. Ja, wir sind der Lösung auf der Spur. Oh. Ja Mensch, an dieser Sicherheitsvorrichtung kommt ja niemand vorbei. Oh, ein Schalter direkt vor einer Barriere. Klick. Was müssen sich die Architekten dabei gedacht haben? Lasst mich raten. Nichts. Zumindest sind die Wege reichlich kurz. Oh ja, yeah, die Musik rockt. Ja. Yeah. Metal Gear. Sarah? Sarah? Sarah! Stimme von Clay. Oh, mein, ja, es ist Clay? Er ist dies, ich glaub's nicht. A violation in Dead Beef occurred at Dead Beef with Reed. Höchstwahrscheinlich wollte wieder einmal ein Film gestartet werden oder ein anderer Fehler geschah. Das Spiel hat sich beendet. In dem Sinne sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Let's Play The Question. Wollte jetzt noch irgendwas Lustiges sagen, aber mir fiel nichts ein. Schade. Also, wenn euch das hier gefallen hat, dann schaut natürlich auch in meine alten oder aktuellen oder zukünftigen Videos. Denn dann habt ihr immer was zu tun. Tschüss, euer TrueMG.